Tandem-Duo! Ja, wir haben jetzt gleich schon 12. Wir sind um 11:30 aufgestanden. Es hat den ganzen Vormittag geregnet. Das haben wir wieder schön im Bett verbracht. Alles ist jetzt ein bisschen nass hier außen. Daniel ist noch am Fahrrad aufpumpen. Es ist halt noch ein bisschen bewölkt. Vielleicht löst sich das noch im Laufe des Tages auf, wer weiß. Ja, wir stehen hier vor einem Bikeshop, weil wir müssen neue Schläuche besorgen. Das mit dem Flicken haut absolut nicht hin. Heute früh hat Daniel probiert, das neu aufzupumpen und da ist die Luft wieder rausgegangen. Irgendwas mit unserem Flickzeug ist vielleicht nicht mehr so frisch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt keine Schläuche mehr und müssen unbedingt neue besorgen. Deswegen mussten wir jetzt den ganzen Weg zurück und bis nach Vaasa rein, was wir eigentlich ja gestern vermieden haben. Jetzt sind wir doch in Vaasa im Bikeshop und besorgen eben Ersatzteile. Ja, bei der Gelegenheit gehen wir jetzt auch gleich nochmal einkaufen. Das müssen wir ja sowieso machen. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ich warte vor dem Geschäft, Daniel geht einkaufen und ich werde immer angesprochen. Die Leute sehen unser Gespann und dann wird man halt angesprochen, wie immer. Oder man kriegt ein paar Daumen hoch. Das motiviert ein bisschen an einem so verregneten Tag wie heute, an dem wir wieder mal nicht vorwärts kommen, genauso wie gestern. Irgendwie stecken wir hier immer in der gleichen Umgebung fest. Sind heute etliche Kilometer gelaufen, eben da aus der Pampa raus bis nach Vaasa rein. Und jetzt können wir endlich fahren. Jetzt sind die Reifen wieder alle super. Wasser haben wir aufgefüllt noch am Bikeshop. Das war sehr lieb, das durften wir da. Und dann suchen wir uns jetzt irgendwo ein schönes Plätzchen. Ja, heute Abend sind wir hier an so einem richtig schönen See. Den haben wir ja gestern schon gesehen. Aber wir konnten hier leider nicht bleiben, weil wir unser Wasser noch nicht aufgefüllt hatten. Und dann sind wir da den Weg weitergefahren und dann gab es ja eben die Probleme mit den Platten. Und um das Problem mit dem Reifen haben wir uns dann ja heute gekümmert in Vaasa. Da unsere Route ja jetzt, wir mussten ja quasi zurückfahren und unsere Route geht ja hier rum. Also sind wir nochmal an diesem schönen See vorbeigekommen, haben eine zweite Chance bekommen und die haben wir jetzt genutzt. Hier gibt es zum Glück auch gutes Feuerholz, dass wir so gut grillen können. Heute mal ein bisschen improvisieren für meinen Rind, das tue ich einfach in die Glut rein und das Chicken, da haben wir uns einen Stein heiß gemacht, das kommt jetzt auf den Stein. Den Rest macht Kim, probiert vielleicht mal über den Stock, kannst auch vielleicht drauflegen. Ja, ich habe überlegt, das vielleicht irgendwie so. Boah, ey, guckt euch das mal an, ey. Noch ein bisschen hier vielleicht in der Mitte. Ob wir das Zelt aufstellen oder nicht, das wissen wir noch nicht. Wir müssen erst mal gucken, wie sauber der Boden ist. Weil eventuell müssen wir das Zelt gar nicht aufstellen. Können wir hier in der Hütte schlafen. Es wird aber mit Sicherheit keine so ruhige Nacht wie die letzte, weil die Vögel hier am Wasser die ganze Zeit am Rumschreien sind. Und die letzte Nacht haben wir gar keine Vögel gehört. Kein Tier, nichts knacken, gar nichts. Es war Totenstille. Das wird diese Nacht auf jeden Fall nicht so sein. Das ist doch ein ganz anderes, schönes Bild, ha? Du möchtest unsere Reise unterstützen? Dann darfst du das gerne per PayPal tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Damit kannst du uns helfen, unsere Reise fortzusetzen und weiterhin Videos hochzuladen oder wir können uns dank dir auch einfach mal was Gutes tun. Ja, in der Hütte haben wir nicht geschlafen. Wir haben unser Zelt hier aufgebaut auf diesem Steinplateau, weil es dann gestern doch windig wurde und dann überall da in die Hütte reingeregnet hat. Auf geht's, wir haben nämlich schon wieder nach Zähne. Schon seltsam, ist jetzt schon der zweite, den wir hier sehen, am Straßenrand mit seinen Hunden spazieren laufen. Anscheinend gibt es hier keine anderen Wege, um mit seinem Hund spazieren zu gehen. Man muss wohl an der Straße laufen. Man sieht auch nirgends Wege. Es sind alles nur Felder.
unsere Reise ist nicht viel anders als das normale Leben bei euch zu Hause. Auf jeden schlechten Tag folgt auch wieder ein guter Tag. Es ist immer ein Auf und Ab. Wir hatten jetzt gestern den ganzen Tag Regen. Wir hatten 2 Tage mit Platten zu kämpfen. Das haben wir jetzt alles bewältigt. Heute haben wir wunderschönen Sonnenschein und wir haben jetzt sogar einen richtig genialen Shelterplatz gefunden oder halt Rastplatz gefunden. Hier zum Beispiel ist ein riesiges Holzlager. Da drin ist alles voller Holz zum Feuer machen. Da an dem Haus ist ein Wasserhahn. Ich habe schon getestet, das Wasser funktioniert. Wir haben zwar noch genug Wasser, aber das heißt, wir müssen nicht sparsam sein und wir können auch morgen früh noch mal auffüllen, bevor wir gehen. Dann ist da oben die Feuerstelle. Daniel ist schon am Holz hacken. Wenn man keine Axt für Feuerholz machen hat, macht man einfach wie in der Steinzeit und haut mit dem Holz drauf. Ja, das ist die schöne Feuerstelle. Und ein Klo. Ist auch Klopapier sogar drin. Das Wichtigste, wir haben genug Grünfläche, um unser Zelt richtig aufzustellen. Aber so das wirkliche Highlight hier finde ich eigentlich das Meer. Den schönen Blick, den man aufs Meer hat. Wir gehen dann nachher nochmal den Weg. Dann zeigen wir euch noch ein bisschen mehr davon. So, wir haben uns aufgeteilt. Daniel läuft den Weg entlang. Ich laufe den Weg entlang. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ich sehe nämlich, da unten ist noch so eine Hütte oder halt ein Dach. Mal gucken, was das ist. Ah, das sind wahrscheinlich einfach nur Umkleiden. Huh? Jo, ich würde sagen, das sind einfach nur Umkleiden. Oh wow, da gehe ich jetzt mal hoch. Da hat man bestimmt einen guten Ausblick. Oh ja. Wow, sogar eine Bank da. Wow. So, jetzt laufe ich rüber zu Daniel, der ist schon im Wasser. Da gehe ich jetzt auch rein. Yeah, das Meer. Was für ein Frühstück. Und wir haben sogar noch Blaubeeren übrig. Könnten wir noch mehr reinmachen sogar. Ein schöner Morgen mit Sonnenschein am Meer. Was gibt es Schöneres? So, während Daniel einkaufen ist, kann ich euch ja mal kurz ein bisschen vom Wetter berichten heute. Es ist wirklich wunderschönes Wetter, aber wir haben Wind und dummerweise haben wir Wind von vorne. Das heißt, wir haben es heute echt anstrengend zu treteln. Wir haben das Gefühl, manchmal kommen wir gar nicht voran. Zum Glück aber führt uns unser Weg oft durch Bäume, durch Wälder. Da wird der Wind ein bisschen abgefangen. Ja, und dementsprechend wissen wir halt auch noch nicht, wie weit wir heute kommen. Wir werden sehen, wo wir enden.
Wasser haben wir ja schon aufgefüllt. Proviant haben wir eigentlich auch noch genug. Macht auf jeden Fall Spaß, an einem so schönen Tag Fahrrad zu fahren. Und der Verkehr ist auch ganz okay, obwohl Wochenende ist. Ist gar nicht so viel los auf den Straßen, die wir uns ausgesucht haben. Schauen wir mal, was der Tag heute noch bringt. Wahnsinn, da steht mal eine Bank am Radweg. Das ist eine Seltenheit. Und dann ist sie sogar im Schatten. Mhm. Das heißt für uns Pause. Da ist wieder eine Eisbahn. Natürlich jetzt im Sommer ohne Eis. Ich habe gesehen, bei einer Eisbahn hatten sie ein Netz in der Mitte gespannt. Ich glaube, das nutzen sie im Sommer dann zum Tennisspielen. Haben wir einen coolen See gefunden. Hier ist es allerdings zu steinig drumherum, um da Häuser zu bauen. Also hier ist nichts privat. Echt cool, ey. Kommt man nur nicht rein, ne? Naja. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir das Zelt aufstellen können, ob es hier irgendwas gibt. Ja, der See war zwar sehr schön und er war auch nicht privat. Also hier waren keine privaten Häuser drumherum, aber der Boden... Die auch nicht da, weil da war ja alles felsig außenrum, weil sonst wäre da schon ein Haus gestanden und es wäre privat. Mit Sicherheit. Ja, aber die Wiese da, auf der wir hätten zelten können, war ein bisschen uneben und das wäre auch mitten auf dem Wanderweg gewesen. Das wollten wir jetzt auch nicht unbedingt. Wir sind jetzt ein Stück weitergefahren und haben eine gemähte, schöne Wiese gefunden. Bleiben wir da. Ja. Feierabend. Um? Halb sechs. Halb sechs. Wir haben 8:55. Und das an einem Sonntag. Heute sind wir wirklich früh dran, müssen wir sagen. Heute hat uns aber auch voll die Sonne geweckt. Ja. Um 7:30 war es dann zu heiß im Zelt. Aber dafür können wir heute früh starten. Heute erreichen wir auch gleich 20 Kilometer Krokola. Cooler Name. Von da aus müssen wir dann die Route wieder neu draufziehen auf unseren Tacho. Dann geht's weiter Richtung Norden. Wir sind jetzt in Krokola angekommen. Jetzt müssen wir noch schnell einkaufen. Auch hier haben am Sonntag die Geschäfte geöffnet. Wir fahren die ganze Zeit auf einem schönen Radweg. Schon seit gestern etliche Kilometer nur Radweg. Das ist wunderbar. Heute wäre zwar nicht so viel Verkehr auf der Straße. Sonntags fahren auch keine LKWs hier. Also es ist recht ruhig gewesen jetzt den Morgen. Das Wetter ist noch super. Für den nächsten Tag hat es allerdings ein bisschen Regen gemeldet. Aber da lassen wir uns mal überraschen, was da kommt. Wir sind hier in einem kleinen Anglerbereich und machen Pause.
an diesem schönen Fluss. Das Wasser sieht halt irgendwie wieder nicht so schön aus. Wir fragen uns echt, was das immer ist. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass in Finnland die Seen und die Flüsse ein bisschen klarer sind. Ja, voll braun, obwohl da auch die Steine sind. Voll die braune Brühe, ja. Seltsam. So, das ist unser Zeltplatz für heute. Wieder eine schöne Wiese, beziehungsweise am Rand der Wiese. Hier waren wohl mal diese weißen Ballen gelegen. Die hat der Bauer wohl schon abgeholt. Das heißt, wir machen nichts kaputt. Haben noch einen verletzten Vogel eben hier im Gras entdeckt. Da ist der gelbe Vogel. Was mit dem wohl ist? Na, was ist mit dir los? Hast du einen gebrochenen Flügel? Bist du verletzt? Aber dem können wir leider nicht helfen. Wir haben ein bisschen Wasser angeboten und ein bisschen Müsli, aber er ist wohl schon so down. Mal schauen. Wir gehen jetzt dann langsam mal ins Zelt, weil die Mücken sind echt lästig. Ja. So, der Morgen ist ein bisschen verregnet gewesen. Jetzt hat es ein bisschen aufgehört, aber eigentlich soll es den ganzen Tag regnen. Jetzt schauen wir mal. Wir sind gerade noch am Fertigmachen, am Frühstücken und dann fahren wir los. Also Navigation kann es wirklich überhaupt nicht. Man muss da unten die Grafik ganz sicher mit dort haben. Jetzt haben wir leider Pause, aber wir sollen jetzt hier nach rechts abbiegen. Dabei müssen wir nach links. Also ohne Grafik seid ihr wirklich verloren. Dann fahrt ihr nämlich da jetzt auf einmal nach rechts. Aber links müsst ihr. Da jetzt. Also das ist wirklich ganz schwach. Bin ich nach links abgebogen, nicht nach rechts. Unsere Frühstückspause hier an so einer Bushaltestelle. Es gibt ja immer nicht so wirklich Rastplätze oder Bänke, wo man mal kurz Pause machen kann. Und weil heute eigentlich den ganzen Tag Regen gemeldet war, haben wir uns jetzt hier unter die Bushaltestelle gesetzt. Aber wir haben heute Glück, es regnet nicht. Den Regen haben wir wieder im Zelt ausgesessen, bevor wir losgefahren sind. Das Fahrrad ist noch ganz, ja? Tja,
Hoffen wir es mal. Everything is broken. My pants is broken. The camera is broken. Bags are broken. And I don't pay it. We are bleeding, but we don't need an ambulance. Ich möchte einfach nur heulen. Kann doch nicht wahr sein. Ja, heute war ja schon wieder mal ein doofer Tag irgendwie. Chaotisch, ja. Hat ja früh schon angefangen, Regen, dann haben wir aber wieder ausgesessen, das war nicht so schlimm. Und dann sind wir jetzt dann gefahren und nach 70 Kilometern hat man einen Unfall mit einem anderen Fahrradfahrer, weil der hat gedacht, er muss jetzt während des Fahrradfahrens Pokémon spielen und ist dann in uns reingefahren. Aber irgendwie haben wir immer das Glück im Unglück zu finden, weil jetzt sind wir hier bei so einer Familie, wir haben hier nach Wasser gefragt. Und dann haben sie uns gleich eingeladen, wir dürfen hier das Zelt aufstellen und die schmeißen dann die Sauna an. Heute ist Saunatag, wir können noch in die Sauna gehen, duschen gehen. Ja, also mich hat er ja schon gehabt, weil ihr dürft bei uns zelten, weil die Wiese hier einfach super aussieht. Ja. Und bei dir war es dann, wir haben auch eine Dusche, da hat er dich dann gehabt. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir bleiben einfach. Also wir waschen uns schon, so ist es ja, nicht. Aber so richtig schon. Duschen unter einer richtigen Dusche, das ist halt mit was anderes. Fließend Wasser und Schaum und Shampoo und alles. Wir haben uns einmal die Haare waschen können am Meer. Da war ja eine Dusche, da haben wir uns die Haare mal gewaschen und waren auch sonst so in Seen und Bächen und Meer und alles. Okay, das kann man hier nicht Meer nennen. Zur Aufklärung ein bisschen, das ist ja bloß ein Binnenmeer. Also das ist nicht direkt das offene Meer. Es hat einfach nur einen kleinen Zufluss bei Dänemark und fließt dann nach oben und ist sozusagen eigentlich nur ein See. Es ist auch nicht wirklich salzig. Da sind Seerosen und alles drinnen, wie es in den Teich ist. Brackwasser heißt es dann, genau. Also das Ganze, es ist zwar schon Salzwasser vom Meer da, aber hier fließt so viel Flüsse und Bäche in das Meer, dass das alles... Kein Salzgehalt mehr wirklich da ist. Dass fast nichts mehr da ist, ja. Und darum ist es auch nicht so ganz so klar, denke ich mal, das Wasser. Es ist wirklich trüb, das Meer, es ist nicht so toll. Da ist auch nichts zu sehen im Meer. Ich war mal tauchen. Das habe ich immer gern gemacht in Kroatien und so, war echt schön, aber hier, da sieht ist nichts. Ja. Schade, echt schade. Und auch so haben wir jetzt rausgefunden, warum das Wasser hier oft so bräunlich ist. Der saure Regen nimmt irgendwie ab und dann nimmt auch das Säuregehalt im Boden ab und dadurch lösen sich mehr organische Materialien. Und das ist auch das, wenn ich in den Wasser reingestiegen bin, der Boden war alles so... Das ganze Laub und Äste von den Bäumen war da drinnen. Und wo ich dann da drauf gestiegen bin, kam ein richtiger Gestank hoch. Mhm. Und ich denke mal, das verrottete Zeug und das kommt jetzt da alles raus und macht das Wasser dann so trüb und braun. So, das war jetzt anstrengend. Ja, Sauna ist wirklich anstrengend. Meine Arme und Beine sind voll schwer. Ich glaube, heute können wir gut schlafen. Ja, war aber trotzdem gut. Wieder mal. Aber wir haben jetzt auch geduscht ordentlich. Wir sind traurig. Wir sind nicht mehr braun. Aber jetzt sind wir wieder fresh. Unsere Sachen könnten wir auch da drinnen jetzt laden. Auch ganz cool. Ja. Können wir morgen schön losdüsen. Mit frischem Wasser und allem. Auf jedes schlechte Ding passiert mal was Gutes halt. Ja. Das ist irgendwie immer so. Wir haben ein richtiges Glück. Ja. Die Sonne ist jetzt sogar noch rausgekommen. Ach ja. Gut, lassen wir den Abend ausklingen. Ja.